So, das nächste Spiel für die Hamburgerin am nächsten Sonntag zu Hause. Zu Gast wird in Hamburg dann sein Smart Allianz Volley Stuttgart. Und die Schwerinerin, ihr Spiel gegen Sinsheim wurde verlegt aufgrund der Europapokalreise nach Baku in Aserbaidschan. Und für Hamburg schlägt jetzt auf weiter die Nummer 5, Jolanda Kellner. Und erneut Punkt für Schwerin durch die 7, Patricia Thormann. 21 zu 17. Wechsel bei Schwerin, es geht die 13, Janine Völker. Und die 7. Und es schlägt auf Anja Brandt für Schwerin. Annahme de Souza, gestellt durch die Nummer 5. Die Berliner wach. Und de Souza. Mit Wucht, den kann Patti Thormann nicht mehr kontrollieren. Punkt für Hamburg. 21 zu 18. Und sie schlägt jetzt auf die Lucienne de Souza. Und das ist der Punkt durch die Nummer 4, Mirja Topic, die bis jetzt glücklos wirkte. 22 zu 18 für den Schweriner SC. Und zum Aufschlag kommt die Nummer 10, Denise Hanke. Und der Block der Schwerinerin steht, die 16, Saskia Ratzowait scheitert am Block der Schwerinerin. Punkt für Schwerin, 23 zu 18. Wechsel zurück, die Nummer 5 bei Hamburg geht und es kommt erneut die 15 zurück, genauso wie die 7 runter und die 11, Carmen Kotscha wieder im Spiel bei den Hamburgerinnen. Und erneut Aufschlag, Denise Hanke. Sehr gut aufgepasst. Aber leider nichts gebracht. Punkt für Hamburg. 23 zu 19. Wechsel bei Hamburg. Die 16 geht Kaskara zu weit. Und es kommt die 3 Eva Michalski. Aufschlagen für Hamburg wird jetzt Kati Ratzowait. Gute Annahme von Lisa Thormsen und Punkt für den Schweriner SC durch Patricia Thormann. Satzball für Schwerin. Und die Halle erhebt sich und das rhythmische Klatschen zeigt es an. Mirja Topic schlägt auf zum Satzgewinn und es wechselt. Lisa Thormsen geht und Vendula Adlerova kommt zurück. Annahme von de Souza etwas missglückt, aber die haben den Ball. Und den Satzball nutzt der Schweriner SC durch Nadja Schaus. 25 zu 19. Hier geht es jetzt weiter im zweiten Satz zwischen dem Schweriner SC und dem VT Arubis Hamburg. Satz 1 ging mit 25 zu 19 an den SSC und den zweiten Satz eröffnen die Hamburgerinnen mit dem Aufschlag der Nummer 1, Lucienne de Souza. Thank you.
Und die Angabe geht ins Netz. Punkt geschenkt an Schwerin. 1:0. Führung für den SSC. Und für Schwerin kommt jetzt die Nummer 10, Denise Hanke. Und super Angabe. Den kann die Nummer 15 der Gäste, Therese Gering-McNeck, nicht richtig annehmen. Geht ins Aus, 2:0 für Schwerin. Diesmal Glück für Hanke, Netzangabe, aber der Block der Schwerinerin steht zwar, aber der Ball geht von den Schweriner Damen ins Aus. Nein, doch nicht. Da war wohl noch eine Hamburgerin. Gut geholt durch den Schweriner SC. Und Glück für die Hamburgerin durch die Nummer 15 Magnet. Punkt für Hamburg. Spielstand 3:2. Für Hamburg steht auf Kati Retzewald. Ja, und das Ergebnis wurde korrigiert an der Anzeigentafel 2:2 und jetzt der Punkt für Schwerin 3:2. Und das schlicht auch für Mirja Topic. Punkt für Hamburg 3:3 und das schlicht auf Carmen Kotscher für Hamburg. Folge. Gestellt durch Hanke, abgeschlossen, zu weit. Zu weit durch Mirja Topic. Führung für Hamburg 3:4. Gute Übersicht der Schwerinerin. Der Ball geht ins Aus. Geschenkter Punkt für Schwerin. Ausgleich 4:4. Und für die Angabe kommt Nadja Schaus. Da war die 13 Imke Wedekind im Bilde. Für Hamburg hat die Lücke gesehen und abgeschlossen. Punkt für Hamburg 4:5. Und für Hamburg schlicht jetzt auf die Nummer 16 Saskia Ratzewald. Das war der Punkt für Schwerin durch die Nummer 7, Patricia Thormann. 5:5 und sie steht bereit zum Aufschlag. Sie hören es, die Halle ist da nach wie vor. Punkt für Hamburg, erneut die Führung für die Gäste. 5:6 und Imke Wedekind steht bereit zur Angabe für den VT Arobis Hamburg. Punkt für den SSC. Blitzschnell reagiert von Denise Hanke. 6:6.
Und aufschlagen wird jetzt Vendula Adlerova. Oi. Den konnten die Mädels aus Hamburg nicht mehr kriegen. Punkt für Schwerin, Führung 7-6. Und erneut Vendula Adlerova. Ganz flach übers Netz. Und den Punkt für Hamburg macht D'Souza. Ausgleich 7-7. Tora Alexandersen scheint nicht ganz zufrieden. Er scheint etwas nervös. Und der Trainer der Gäste Stehlens strahlt ein bisschen mehr Ruhe in diesem zweiten Satz aus als noch zuvor im ersten. Und die Angabe von McNett aus Hamburger Seite geht ins Aus. Punkt für Schwerin. Erste technische Auszeit. Spielstand 8-7 für den Schweriner SC. So, hier geht's weiter nach der ersten technischen Auszeit, 8-7 für Schwerin. Und wenn Sie die Namen des Gegners aus Hamburg hören, dann merken Sie schon, dass das eine sehr international besetzte Mannschaft ist. Nur 4 Spielerinnen tragen die deutsche Staatsbürgerschaft bei VT Arubis. Angabe für Schwerin jetzt, Anja Brandt, die Nummer 12. Angenommen von Saskia Ratzeweit. Und Punkt für Hamburg durch ihre Namensvetterin Kathi Ratzeweit. Punkt Hamburg 8-8. Und Lucien D'Souza schlägt auf für Hamburg. Schwerinerin Hellwach. Und da ist der Punkt gemacht durch die Nummer 4, Mirja Topic. Vom Block der Hamburgerin ins eigene Feld. 9-8.